Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spiritfahrer. Ich bin hier gerade noch in Oxbury, weil ich gerade noch den Baum geholt habe und Astra will irgendwas von uns. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst, Wildfang, aber das ist ja ein richtig heruntergekommenes Loch. Wenn sie diesen nutzlosen Lumpen haben möchte, kann sie ihn gerne behalten. Ich werde ihm keine Tränen nachweinen. Ich habe Besseres zu tun und ich werde ihn auch nicht wieder bei mir aufnehmen. Dann kannst du dich um seine Probleme kümmern, nicht ich. Gerade amüsierst du dich sicher prächtig. Aber schon bald wirst du heulen und mit den Zähnen knirschen. Dirne. Ja. Glaubst du, sie hat mich gehört? Weiß ich nicht. Willst du mal gucken? Hallo. 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 Hi. Unterwegs seit einem glücklichen Tag. Aha, ich wollte eigentlich nur wissen. Okay, gut. Anscheinend hast du jetzt nichts mehr zu sagen. Ja, den kleinen Dialog wollte ich euch halt einfach nicht vorenthalten. Hast du ihn schon gefunden? Vermutlich hängt er nur im Park. Ach so, stimmt, entschuldige. Wir müssen ja noch zum, Dingspark. Genau. Ja. Ich wollte nur den kleinen Dialog euch noch zeigen. Der kam nämlich gerade. Eigentlich wollte ich ihn auch noch überspringen und noch ein paar Sachen machen, aber... Ja, Astrid wollte was anderes. Ah, und Giovanni hat auch noch was für uns. Mal gucken. Hört zu, Erdöschen. Ich glaube, ich habe eure Gastfreundschaft überall beansprucht. Ich weiß schon, ich bin erst vor kurzem zu euch gestoßen, aber es liegt nicht wirklich in meiner Hand. Du weißt schon. Wenn es doch nur so wäre. Keine Sorge, ich hatte einen fantastischen Aufenthalt. Ich bereue nichts. Ich habe den Aufenthaltsraum geliebt. Vielleicht etwas zu sehr? Ich glaube, du musst die Getränke wieder aufstocken. Okay, gehen wir. Du kennst den Weg, Bambina. Was? Wir müssen jetzt schon? Oh mein Gott. Wir müssen jetzt schon Giovanni abgeben? Krass. Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass wir den jetzt schon abgeben müssen. Aber okay. Ich meine, es ist sein gutes Recht, zu sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr. Ich würde aber vorher gerne noch gucken, was wir jetzt für... das Bauernhaus brauchen. Genau, Kupferbahn, Seidenstoff und Eschenbrett. Habe ich den Baum gepflanzt? Den brauchen wir nämlich für die Seide. Ja, ich habe ihn tatsächlich gepflanzt, Gott sei Dank. Ja, der muss halt noch ein bisschen wachsen. Das heißt, wir müssen mit dem, mit ihrem Haus noch etwas warten. Ich mag den Kuckucksturm aber auch. Ah, die Kuckucksuhr. Kuckucksturm. Ja. Ich werde dann die Nacht überspringen und dann machen wir uns am nächsten Tag auf Richtung, hier. Wie heißt dieser komische Park da? Wo wir das letzte Mal waren, wo wir die Rosen herbekommen haben. So, kleine Planänderung. Und zwar, hallo. Ich verhungere hier, ich mach kein Drama. Du machst ein Drama. Hallo, ich mach gar kein Drama. Was bitte? Ich hab verhungern. Was ich eigentlich sagen wollte ist, mach gerade eine kleine Planänderung. Und zwar fahren wir mal kurz hierhin? Nee, wir fahren erst hierhin, weil ich noch Nebelfäden brauche. Und dann fahren wir mal kurz zum Thunfisch noch. Damit ich endlich dieses blöde, die eine Quest bekomme. Fertig bekomme. Das ist so laut. Und wenn ich Nebelfäden und den Thunfisch habe, dann gehen wir nämlich weiter. Ich habe Eier und Speck gelernt. Prima. Dann gehen wir nämlich weiter. Ich wollte mich jetzt eigentlich nicht mit dem Kochen aufhalten. Ich habe schon wieder komplett den Tee verloren. Oh, es tut mir leid, ich bin noch nicht lange wach. Ich habe doch nicht so lange. Bin einfach noch nicht so lange wach. Okay. So. Also. Wir brauchen Nebelfäden.
Wir brauchen Leuchtgelee noch und wir brauchen noch den Thunfisch, um die Sachen mit um die Sachen hier für die Gießereiverbesserung zu bekommen. Weil die möchte ich jetzt ganz gerne als erstes machen, bevor wir uns irgendwie daran machen, irgendwas Neues zu bauen. Morgen. Was ist los? Giovanni will gehen. Hier, die habe ich für dich hergestellt. Danke! Das gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht. Ich knuddel dich einfach mal. Ja. Ach, die beiden sind doch so ein süßes Paar. Achso, die Nebelfäden sind da. Wir können die Nebel mehr machen. Achso, wir müssen ja hier bei Alice, genau. Ja. So, das dürfte jetzt alles gewesen sein. Weil ich erst die Gießereiverbesserung haben möchte, bevor wir jetzt hier großartig weiter bauen oder so. Was habe ich gemacht? Auflauf. Okay. Gezuckertes Ei. So, gut, dann ist das nämlich erledigt. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Nebelfäden. Ich weiß gar nicht. Sollte auf jeden Fall genug haben, dass es reicht. Ah, ich kann noch Zeug verkaufen, okay. Ja, ich habe ein paar neue Sachen gemacht. Wollfäden. Da, Nebelfasern. Boah, ja, okay, das dürfte theoretisch reichen. Ich meine, ich brauche ja auch nicht mehr viel davon. So, dann fahren wir jetzt noch zum Thunfisch. Damit das erledigt ist, damit ich diesen blöden Thunfisch jetzt endlich bekomme. Ich freue mich nicht darauf. Der wird nämlich richtig mies zu angeln sein. Und dann, ja. Machen wir die Gießereiverbesserung. Dafür fehlt bei uns noch Leuchtgelee. Das müssen wir auch noch holen. Aber es sollte jetzt kein Problem darstellen. Und dann geht's. Oh, wir haben eine Quest. Mit wem? Gucken wir mal. Ja, und dann geht's wieder Richtung Park. Da machen wir nämlich da mit den Quests weiter. Hallo? Ist das nicht Giovanni? Ja, das ist Giovanni. Ich stehe in letzter Zeit ein bisschen neben mir. Ich habe immer wieder diesen eindringlichen Traum. Ich bin daheim, gerade mal 5 Jahre alt. Meine Mama kocht mir mein Lieblingsessen. Dann wache ich auf. Und ich kann immer noch das Rinder von dir auf der Zunge schmecken. Ja, davon suche ich eigentlich auch gerade die Dings. Wie heißt sie denn jetzt? Das Rezept davon. Ich kann es kaum erwarten, wieder einzuschlafen. Zeit für mein nächstes Nickerchen. Ich beeile mich ja schon. Ich gucke ja schon. Ich glaube, fürs Rinderfondue brauchen wir Käse. Ja, eigentlich brauchen wir fürs Rinderfondue Käse. Dafür brauchen wir den. Dafür brauchen wir aber definitiv den Dings. Was war jetzt mir dabei? Hier den Keller. Um Käse reifen zu lassen. Nee, tatsächlich brauche ich nicht. Was habe ich da jetzt reingeschmissen? Entschuldige, ich muss das wieder rausnehmen. Ich brauche das tatsächlich nicht dafür. Ich brauche einfach nur angeblich Rindfleisch und Fett. Ja, dann gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir sein Rinder von dir ja noch gebacken. bin ich jetzt beim Thunfisch? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das habe ich nicht aufgepasst. Sorry, ich bin heute ein bisschen verwirrt. Ja, wir sind beim Thunfisch. Okay. Wie soll ich den denn bekommen? Oh mein Gott, ich habe gerade einen Tipp gelesen. Wenn Thunfisch eine Angel ist und die Angelrute rot wird, soll ich auf die X-Taste tippen. Was bringt mir das? Oh mein Gott, das hat ja ewig gedauert. Das ist inzwischen dunkel geworden. Aber ich hab's geschafft. Ich habe einen Thunfisch. Ey.
Rinderfondue, danke. So. Ich muss für dieses Fischzeug muss ich herzhaftes Gemüse reintun und das sind zum Beispiel Oliven. Drückt mir die Daumen, dass es jetzt was wird, dass wir die Quest abschließen können. Ich habe dich heute noch nicht gefüttert. Doch, habe ich. Mag nicht. Magst du Süßes? Willst du Crème Brûlée? Wann habe ich das gemacht? Fruchtbonbons? Ah, das ist viel zu süß für mich. So etwas Süßes möchte ich wirklich nicht. Ich bin kein Kind mehr, Stella. Das esse ich nicht. Tut mir leid. Okay, wir haben bei ihr alles aufgedeckt. Hier kriegst du eine Erdbeere. Ich habe dieses Erz abgebaut. Okay. Oh Gott. Nee, du bist noch nicht fertig. Was hat denn hier geklingt dann? Achso, das waren die Eier. Der Hühnerstall ist voll. Ja, ich weiß. Ist okay. Ich bin zu weit gelaufen. Sorry. Ah, Giovanni. Weißt du, Erdnüsse, du hast vielleicht einen Snack oder so dabei? Ja, hab ich. Und zwar Rinderfondue. Hier. Bambina. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Mein Lieblingsessen? Absolut. Würzig, süß, salzig. Rinderfondue ist einfach unvergleichlich. Meine Mama hat das immer für mich gekocht, wenn ich nach einer langen Nacht nach Hause kam. Schmeckt immer noch wie damals. Schön. Ich glaube, der mag auch kein zuckriges Essen. Müssen wir das auch noch ausprobieren? Werde fertig, werde fertig, werde fertig, werde fertig. Los, 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 los. Ich meine, wir können es eh nicht abgeben, weil Ashura wahrscheinlich pennt, aber egal. Oh, Tataki, danke schön. So, Arthur pennt wahrscheinlich, gell? Ja, der pennt, okay. Dann lassen wir den in Ruhe. Können wir schon weiterfahren? Nee, noch nicht. Manchmal kann man, auch wenn da noch das Schlafsymbol ist, schon weiterfahren. Oh, wir haben's. Wir haben's. Gott sei Dank. Dann kümmern wir uns jetzt ums Leuchtgelee noch, damit wir das noch bekommen. Und dann, ja. Machen wir die Gießerei-Verbesserung und dann geht es heute noch auf jeden Fall in diesen komischen Park da. Alter. Und ich will 100% machen. Das heißt, ich darf die anderen blöden Thunfische da auch noch sammeln. Ich weiß gar nicht, ob wir die abgeben müssen oder ob die quasi nur registriert werden bei Susanne. Jedenfalls müssen wir so oder so noch zu Susanne. Das ist ganz klar. Aber wir müssen auch nach dem Dings gucken. Wer ist das? Ja, nach dem Baum, ob der Wasser braucht. Der braucht nämlich manchmal Wasser. Ja, der Baum braucht Wasser. Und die Oliven sind auch reif, wenn ich das richtig sehe. So, aber schön, dann braucht er jetzt auch nicht mehr lange. Vielleicht kriegen wir heute sogar noch das Haus von Beverly hin. Aufwerten. Was kostet das denn? Achso, immer noch. Bronzeplatte, Königsglasplatte, Messingplatte, durchsichtige Glasplatte, Silberbarren und Seidenstoff und durchsichtige Glasplatte. Okay. Bronzeplatte, Kristallglasplatte. Dann gucken wir mal, was wir dafür brauchen. Die Sachen kann man ja in der Schmiede machen. Dafür haben wir sie ja. Dann genießen wir mal kurz die Stille auf dem Schiff. Okay.
Für die Bronzeplatte brauchen wir Aluminiumbarren. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel Aluminium. Für die Kristallglasplatte brauchen wir Quarzpulver. Ich habe auch nicht mehr genug Quarz, soweit ich das weiß. Das heißt, ich muss noch mal auf jeden Fall buddeln gehen. Lass mal gucken. Ja, Quarz habe ich nur noch 4 Stück. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Und was habe ich sonst so als Dings? 200. Der Aufladen ist einfach mal 300 wert. Gegrilltes Steak, 600. Geil. Aluminiumerz habe ich tatsächlich noch ein bisschen was. Das können wir eigentlich verwerten, genauso wie Eisenerz. Aber da will ich halt warten, bis wir die Gießerei-Dings haben, weil das wäre sonst Verschwendung einfach. Ah, wir können aber die Nebelfasern zu Nebelfäden machen. Das ist auch fertig. So, perfekt. Jetzt fehlt uns nur noch das Leuchtgeli und dann können wir die, hier, die Gießerei upgraden. Perfekt. Übrigens habe ich bei Start gesehen, dass ich bereits 22 Spielstunden und 40% des Spiels habe. Ich glaube, das Beste ist, wenn wir jetzt. Ja, doch, wir müssen zur Bushaltestelle. Ist das der Aluminiumdrache daneben? Der Quarzdrache. Oh, perfekt. Ja, jetzt habe ich ihn nicht ganz getroffen. So, dann fahren wir noch direkt zum Quarzdrachen. Dann machen wir das nämlich auch noch. Dann haben wir da nämlich das Quarzproblem auch wieder gelöst. So, das dürfte jetzt das letzte gewesen sein. Ja. Perfekt. So, süßer kleiner Drache. Du bist wieder frei. Tschüss. Perfekt. Dann haben wir auch direkt wieder ein bisschen Quarz geholt. Hast du Hunger? Nee. Was ist los? Knuddeln? Wir können übrigens bei Arthur noch das Zeug abgeben. Wo ist der denn jetzt? Der war doch gerade hier. Arthur. Hallo. Fröschlein. Bist du? Ist er in seinem Haus? Ah, da steht er. Hier. Zum einen hast du Hunger. Ich habe leider keine Schweinekoteletts, deswegen gebe ich auch mal Speck und Eier. Du musst alle Gerichte zubereiten. Ja. Ich habe alle Gerichte zubereitet. Da. Gustavs gehobener Geschmack drückt sich immer sehr klar in der Wahl seiner Gerichte aus. Finde ich auch. Aber mir wird hier nichts weiter jetzt gesagt mit Arthur. Ich wollte aber noch die Eschenbretter machen. Dann können wir nämlich gleich, wenn wir mit dem Leuchtgelee fertig sind. Aha, da ist jetzt Arthur. Wenn wir mit dem Leuchtgelee fertig sind, können wir direkt zur Werft fahren und das dann auch verbessern. Jetzt brauchen wir nur noch einen geeigneten Ort. Ich finde nicht, dass das Deck an einem Menü mit 5 Gängen gerecht werden kann. Wie wäre es mit der großen Stadt Hummingbird? Die Insel mit dem Schrein und dem schönen Tischen. Nicht zu edel, aber trotzdem ein guter Ort für eine unvergessliche Nacht. Ich werde uns ein schönes Plätzchen vorbereiten. Machen wir uns auf den Weg. Okay, gut. Ja, das ist ja in der Nähe. Da können wir ja dann gleich noch direkt eigentlich hinfahren. Ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr die Bretter zu sägen. Oh, ich glaube aber, dann wird sich Arthur auch bald auf den Weg machen, so wie es aussieht. Aber dass dem seine Quest dann auch so lange geht, gell? Ich meine, der kam als zweites aufs Schiff und geht als. Ja, Giovanni ist jetzt noch vor ihm. Der wird wahrscheinlich noch vor ihm gehen dann. Das ist schon krass, wie lange der dann bleibt. Aber so langsam zeigt er ja auch Anzeichen, dass er halt gehen möchte. Er sagt ja, er ist müde und er vermisst seine Familie etc. Und dass er auch nicht mehr lange hier bleiben möchte. Ich denke mal, nach dem Abendessen wird er dann auch gehen. Okay, fertig. Wir haben das Leuchtgelee, das dürfte dann auch für die Verbesserung reichen. Perfekt. Wir können die Gießerei verbessern. Für den Keller brauchen wir noch abgefülltes Ektoplasma. Ja, und dann werde ich jetzt auf jeden Fall gleich noch die Eschenbretter machen.
damit das dann auch erledigt ist. Aber prima. Hier. So. Hummingbird ist da oben. Wir sind jetzt näher an der Werft dran, hä? Ja, ich glaube, das ist dann am besten, wenn wir einmal kurz hier hinfahren. Und dann zur Werft. So. Jetzt habe ich auf jeden Fall die Eschenbretter fertig. Das ist prima. Dann werden wir jetzt gerade noch die Gießereiverbesserung bauen. Da wir ja gerade so eh nichts zu tun haben. Gießerei. Bauen. Perfekt. Doppelte Erträge bei den Barren. Das ist doch cool. Das ist doch prima. Da brauchen wir nochmal fürs Haus Seidenstoff und Kupferbarren. Okay. Dann gucken wir mal, ob der Baum schon fertig ist oder noch nicht. Das ist der falsche Baum. Hier ist der Baum. Also er ist schon auf jeden Fall fertig gewachsen, aber er hat noch keine Dings. Eigentlich muss ich hier in die Richtung. Genau. So, dann können wir nämlich jetzt noch mal das Schiff upgraden. Wenn ich mich recht erinnere, können wir sowohl das Schiff upgraden als auch die Größe upgraden. Du hast eine Kuh auf deinem Schiff. Nicht schlecht. Leg dir aber nicht so viele davon zu. Du weißt ja, eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Den hatte ich schon. Ach nee, das da wollte ich haben, gell, dass das Schiff schneller ist. Genau. Dunstklärer. Seidenstoff, abgefülltes Ektoplasma, Kristallglasplatte und drei Seelenblumen. Beseitigt alle Flecken. Das heißt, wenn ich mich nicht richtig erinnere, wenn ich mich richtig. Wenn ich richtig denke, wird damit die komplette Karte aufgeklärt. Bin mir aber nicht sicher. Oder es ist halt einfach nur die Lampe halt einfach, um Dings wegzumachen. So. Dummer Schwertwal. Jetzt fehlt uns nur noch der unerschrockene Wal. Dann haben wir das Schiff auf jeden Fall schon mal fast komplett upgradet. Hier ist jetzt auch das nächste Dunstklärer. 1000. Es ist einiges, was wir dafür brauchen. Vor allem, ich weiß nicht, wo wir abgefülltes Ektoplasma herbekommen. Und der Rest ist dann nur noch, um das Schiff schneller zu machen. Das möchte ich aber dann auch definitiv haben. Weil, ja, schnelleres Schiff halt, gell? Ich meine, vom Reißbrett haben wir bereits alles. Hier fehlt uns jetzt nur noch der unerschrockene Wal. Der kostet uns 80.000 Glimps. Ja, da haben wir noch einiges vor uns. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht ganz zur Hälfte, aber so ungefähr zur Hälfte das Spiel durch. Noch nicht ganz zur Hälfte, aber so. Ja. Das wird zugemacht gerade. Ach, Gwenny. Ja, auf jeden Fall jetzt schon einiges durch beim Spiel. Aber da kommt noch einiges. Die ersten Seidenraupen sind gewachsen. Seidenfasern. 5 Stück, perfekt. Dann können wir damit ja jetzt schon mal anfangen. Ich bin schon mal an der Bushaltestelle. Ja, du hast Hunger, ich weiß. Oder? Da, so eins kriegst du. Ja, okay. So. Hallo? Einmal bitte dorthin, weil ich müsste nämlich nach Hummingbird. So, dann ist das auch schon mal erledigt. Dann bin ich schon mal da in der Ecke. Dankeschön. Dann machen wir jetzt auch mal nochmal Seide. Und gucken mal. Einmal bitte nach Hummingbird. So, wir haben 17 mal Seidenstoff bekommen. Das war jetzt für das Haus. Ja, genau. Der will nach Hummingbird. Der wollte uns immer Pforte. Da zum Ambertown Park, genau, da müssen wir auch hin, ja. Baue Beverlys Bauernhaus. Habe ich das nicht aufgeschrieben, wie viel das kostet? Nee.
Natürlich nicht. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass wir das gleich schon bauen können. Ja, Kupferbarren fehlen uns nur noch. Perfekt. Dann machen wir aber jetzt erst das in Hummingbird und dann kümmern wir uns um ja, die Kupferbarren, beziehungsweise ich werde dann alles, was ich an Erz habe, bis auf so ein, zwei, werde ich dann alles einschmelzen. Oh, Fräulein, hallo. Ja, junge Person, kann ich davon ausgehen, dass du viel beschäftigt bist? Ja, du bist eine moderne Frau. Du hast Dinge zu erledigen, Aufgaben zu erfüllen, Fristen und so weiter. Wir verstehen das, dein Leben ist geschäftig. Wir von Lieferschmaus glauben an Produktivität und gefüllte Bäusche. Ah, stimmt, da haben wir irgendwie mal eine Nachricht bekommen. Deswegen haben wir einen unglaublichen Lieferservice für Nahrung ins Leben gerufen. Sorgfältig zubereitete Mahlzeiten von unseren Gourmet-Künstlern. Essen zuzubereiten sollte keine Ablenkung sein. Sich jeden Tag den Kopf übers Kochen zu zerbrechen zu müssen, ist eine Last. Deine Zeit ist wichtig, aber nicht auf Kosten eines leeren Magens. Wenn du an Lieferschmaus glaubst, bildest du deinen Gaumen weiter. Du wirst neue Aromen kennenlernen. Für den unheimlich niedrigen Preis von 5000 Klimps erhältst du jede Woche ein Paket. Voller frischer Lebensmittel und hilfreicher Rezepte, die dich glücklicher und produktiver machen. Ich stell dir nur mal die ganzen Möglichkeiten vor. Lieferschmaus glaubt an dich. Möchtest du jetzt ein Abo abschließen und dich auf eine kulinarische Reise machen? Ja! Sehr schön. Ich werde deine Anmeldung bearbeiten und dafür sorgen, dass du deine erste Lieferung bald erhältst. Du kannst dich darauf verlassen, dass Lieferschmaus sich um deine Ernährung kümmert. Willkommen in der Lieferschmaus-Familie. Yay! Ich habe zwar jetzt 5000 Klimps dafür ausgegeben, das ist eigentlich brauche, aber egal. Schließe ein Abo bei Lieferschmaus ab. Essenslieferung. Das sieht fantastisch aus. Ich wusste auch, dass du es schaffen würdest. Und alle sind gekommen. Bereit für die Mahlzeit? Ich warte, bis du auch bereit bist. Ist das nicht schön? Wir sind umgeben von unseren Freunden. Und machen ein schönes kleines Picknick quasi. Also, bist du jetzt bereit? Ja. Nun gut. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Alleine hätte ich das nicht geschafft. Ich fühle mich wie bei einem richtigen Familienabendessen. Ihr alle habt mich in eure Familie aufgenommen. Großartiges Richtig. Schön, dein Freund zu sein. Danke. Und nicht zu vergessen, Stella natürlich. Meine Nichte. Danke. Gut, jetzt höre ich auf zu reden. Lasst es euch einfach schmecken. Schön, wir alle essen. Hey, warum hast du mich jetzt rausgeschmissen? Lieferschmaus Paket 1. Das gucken wir uns auch mal direkt an hier. Himbeer und Weizenmehl. Willkommen, Stella. Ich bin Madison von Lieferschmaus. Diese Woche widmen wir uns ganz dem süßen Leben. Wir möchten dir einen exklusiven Blick in die Welt der Desserts gewähren. Mit etwas Mehl und ein paar Himbeeren wirst du die süßesten Gefilde reisen. Ein Bärenkuchen für Leckermäuler. Zuckrige Grüße. Okay. Dankeschön. Jetzt sind die aber natürlich alle am Schlafen. Ich gehe gleich nochmal nach Hummingbird, weil ich da noch das. Nach dem Zeug gucken will. Ich weiß, dass hier noch ein Schaf rumrennt. Das würde ich nämlich auch gerne noch mitnehmen. Hallo. Was kann man bei dir kaufen? Nur Zeug, okay. Was zur Hölle? Du hast die Tür unten aufgeschlossen. Jetzt können alle hier hoch. Ich möchte den Untergeschosspöbel hier oben nicht sehen. Mein Gott, stell dich nicht so an. Da ist das Schaf. Warst du eben nicht noch schwarz-weiß? Wie hoch kannst du fliegen? Hui, so hoch. Und noch viel höher. Okay, höher komme ich nicht. Ah, hier haben wir Summer gefunden gehabt. Ach, schön. Das waren noch Zeiten. Da war noch alles besser. Komm mit, Schafi.
Obwohl, ich komme jetzt schon mit den anderen nicht klar. Ah, es ist besser, du kommst mit, als dass du, als dass ich dich hier einfach rumlaufen lasse. Komm mit. Kommst du? Okay. Dann ist Hummingbird nämlich leer. Müssen wir gleich nur noch ein Schaf herbauen, weiteren. So, ich kümmere mich jetzt aber um die Sachen noch. Mal gucken. Warte, Moment, das will ich jetzt gerade noch gucken, ob da wirklich ein Bärenkuchen rauskommt. Tatsächlich. Okay. Was? Neue Aufgabe? Onkel ist verschwunden? Frag Gustav nach Arthurs Verbleib, frag Asse nach Arthurs Verbleib, frag Giovanni. Vielleicht sollte ich herumfragen, ob irgendjemand meinen Onkel gesehen hat. Wir sind aber alle noch am Schlafen, ist das Problem. Da ist ein Schaf. Okay, ich kümmere mich jetzt darum und dann fragen wir am nächsten Tag einfach nach, wo Giovanni. Ach, Giovanni ist. Nee, nicht, wer heißt er denn jetzt? Och, ich habe den Namen vergessen. Atul. Eichenbrett und Kupferbarren. Okay. So, es ist der nächste Morgen. Ich klinge mal kurz. Und dann bauen wir jetzt das Haus von Beverly. Das ist süß. Das ist echt süß. Ich muss hier unbedingt umräumen. Das ist ja schrecklich, wie es hier aussieht. Okay, jetzt fragen wir mal nach, wo die Leute alle sind. Atul. Bin ich hier drin? Nee, ich weiß nicht, ich bin nicht hier drin. Hallo Astrid. Atul? Stimmt, ich frage mich, wo er sein könnte. Ich weiß nicht, warum wir fangen, aber ich habe das Gefühl, dass er nicht zurückkommen wird. Und das macht mich traurig. Er war immer so freudig und lustig. Boah, aber sein Schnarchen werde ich definitiv nicht vermissen. Tut mir leid, dass ich dir nicht weiterhelfen konnte, Stella. Meine Zeit ist recht kostbar. Mir ist aber aufgefallen, dass ein Passagier fehlt. Wie heißt er noch gleich? Dein überschwänglicher Freund? Nun ja. Wie? Wir dürfen ihn nicht zu Immerpforte bringen? Wieso dürfen wir den jetzt nicht zu Immerpforte bringen? Ich habe jetzt ein bisschen was über Arthur gelesen. Und zwar, Arthur ist der Onkel väterlicherseits von Stella. Das wissen wir ja mittlerweile, dass er der Onkel ist. Allerdings ist Atul im wahren Leben plötzlich spurlos verschwunden, als Stella Anfang 20 war. Und es wurde nie geklärt, was mit ihm war. Und wahrscheinlich genau aus diesem Grund können wir ihn nicht zu Immerpforte bringen, sondern er ist von alleine gegangen. Weil es nie wirklich klar war, was mit Atul passiert ist am Ende. Was ist so süß und klein? Also ich gehe mal stark davon aus, dass es da daran liegt, dass wir Atul jetzt nicht zu Immerpforte bringen konnten. Weil ich sehe sonst keinen anderen Sinn da drin, warum wir Ich sehe sonst keinen anderen Sinn da drin, warum wir Arthur nicht zur Immerpforte bringen dürfen. Ich habe generell einiges halt über erfahren. Also tatsächlich kennt Stella alle Seelen, die hier irgendwie auf dem Schiff sind. Sie hat mit allen Seelen irgendwie im wahren Leben eine Verbindung gehabt. Und ja, Arthur war halt, wie gesagt, ihr Onkel väterlicherseits. Und der ist halt einfach spurlos verschwunden. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass trotz allem, dass alle Charaktere so eine umfassende Vorgeschichte haben, dass wir so wenig über die Charaktere halt erfahren. Ich meine, Bruce und Mickey zum Beispiel, weiß ich, die beiden haben Stella im Krankenhaus getroffen. Weil Stella als, wie heißt sie denn jetzt?
als Krankenschwester dort gearbeitet hat. Und die beiden hatten einen Autounfall. Also einen Unfall, ich glaube einen Autounfall. Und die beiden hatten einen Unfall und Stella hat sie dort halt getroffen. Wir müssen dahin. Daher kennt Stella die beiden halt. Ich kann ja auch mal bei den anderen halt gucken, aber es ist halt krass, die haben so eine große Vorgeschichte zusammen. Wir erfahren halt so wenig. Oha! Ich habe mir gerade die Vorgeschichte zu Quen durchgelesen. Ich meine, sie hat ja schon angedeutet, dass sie sowohl einen Selbstmordversuch hinter sich hatte, als auch, dass sie halt an der Krankheit gestorben ist. Und ja, ich muss ja gerade lesen, Quen ist in ihren 40ern an Lungenkrebs verstorben. Beziehungsweise sie hat kurz vor ihrem Tod ist sie in die Villa von ihren Eltern in die Villa von ihren Eltern gegangen und hat halt dort versucht, sich das Leben zu nehmen. Und Stella hat sie davon abgehalten, wie wir es halt jetzt schon einmal getan haben. Ich meine, wir haben sie in der Villa. Ja, Quen, ihr kennt Quen ganz am Anfang das Reh. Quen hat kurz bevor wir sie zu Immerforte gebracht haben, wollte sie sich das Leben nehmen, auch wenn ich nicht weiß, wie das als Geist gehen soll. Was ist das? Sowas erfährst du? Sowas erfährt man halt nicht. Ich meine, sie hat angedeutet, dass sie eine Krankheit hatte und dass sie halt einen Selbstmordversuch hatte, aber sie hat. Es wurde halt nie gesagt, was genau sie hat und ja, wie die Umstände da halt waren. Wenn ich höflich frage. Oh. Nein, ich mache gar nichts. Ich bin nur. Oh, Moment, ich kenne dich nicht. Was gibt es? Ein Holzarbeiter, sagst du? Ja, natürlich suchst du nach mir. Ich mache nur einen kleinen Spaziergang und genieße die Natur. Lade meine kreativen Batterien wieder auf, sozusagen. Du warst also auf der Suche nach meiner genialen Wenigkeit, nehme ich an. Was brauchst du denn? Ein Schreibtisch? Oh ja, fantastisch. Sicher, das lässt sich einrichten. Okay, das ist deine Chance. Verbock es nicht. Tief durchatmen. Also, ja, zur Sache. Meine kreativen Batterien sind voll, sicher. Aber die ganze Natur und die Bewegung, dieses Nachsinnen, nun, das hat meine psychischen, physischen Batterien. Meine physischen Batterien leer gesaugt. Also, bevor ich mir überhaupt Gedanken zu deinem Auftrag machen kann, brauche ich nun ja etwas zu essen. Du weißt schon, Körper und Geist und so weiter. Also, für einen Künstler meines Kalibers darf es nicht einfach irgendwas sein. Du musst mir ein auserlesenes Surf and Turf bringen. Ja, das sollte genügen. Oh nein, warum habe ich so ein teures Gericht gewählt? Was, wenn sie denkt, dass ich das nicht wert bin? Sollte ich mich umentscheiden? Nein, nein, dafür ist es jetzt zu spät. Ich habe es aber so satt, mich nur von Heidelbeeren zu ernähren. Nun, worauf wartest du noch? Premium Surf and Turf. Oder sonst irgendwas, bitte, ich bin einfach hungern. Dann können wir über den Auftrag reden. Surf and Turf, okay, das muss ich mal gucken. Boah, rennst du mir immer noch nach? Gibt es eigentlich sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Wow. Vergessen, dass ich da springen muss, aber gut. Ein Surf and Turf, okay. Dann lasst uns mal gucken, wie man dazu bereitet. Ich hoffe, ich habe alles dafür. Ich habe jetzt keine Lust, nochmal irgendein Zeug zu suchen. Frühstücksbrei. Yay. Also, wo ist das denn? Ah, hier. Krebstier und Rindfleisch. Ja, das kriege ich doch hin. Krebstier und ein Rindfleisch. Ja, hier. Bitteschön. So, was ist denn hier jetzt Gustavs? Wie ist der denn mit uns verbunden? Ja, und bei Gustav hatte ich recht. Gustav erkrankte in relativ jungen Jahren an Multipler Sklerose. Das ist eine Krankheit, die ihn körperlich früher oder später halt komplett gelähmt hat und es ist anzunehmen, dass er deshalb verstarb. Wir haben Gustav kennengelernt, als wir durch Japan gereist sind. Und dort hat er als deutscher Kurator
Zeit damit verbracht, uns in Kunst und Geschichte zu unterrichten. Gustav basiert auf der Urgroßmutter eines der Entwickler. Einer der Entwickler. So, das Essen ist fertig, dann können wir das jetzt auch noch direkt abgeben. Ich lasse mich gerade ein bisschen ablenken, entschuldigt. Ich habe gerade ein bisschen geguckt. Was so die Storys angeht. So. Meine, der steht immer noch da hinten? Aha, hier. Ist mein Servant-Tür fertig? Ja. Was? Wirklich? Alles klar. Heute ist ja der beste Tag meines Lebens. Ich meine, ja, das ist ja schon ausreichend. Du, und wegen deines kleinen Auftrags. Ich habe sehr gute Ideen. Fantastische Ideen. Aber wir haben noch nicht über meine Bezahlung gesprochen. Der Preis ist auf keinen Fall verhandelbar. Ich benötige 450.000 Glimps und das ist ein Angebot unter Freunden. Für einen Künstler meines Talents wäre es lästerlich, weniger zu fordern. Und dann werden wir uns wieder näher sein. Und du wirst schon sehen, wie gut ich alleine zurechtkomme. Und du wirst verstehen, dass ich nicht einfach nur ein voller Chaot bin und dann wirst du dich ganz neu in mich verlieben. Ich kann nicht glauben, dass mein Plan so gut funktioniert, es sei denn, und nur noch eine Sache, aber sie ist äußerst wichtig. Ich bin strikt dagegen, Arbeit und Liebesleben miteinander zu vermischen. Ich habe nicht vor, dich anzumachen, aber keine Sorge. Ach so. Du solltest meiner Partnerin in Oxbury auf keinen Fall mitteilen, worauf wir uns geeinigt haben. Verstehst du? Auf keinen Fall. Ich werde dir das nicht zahlen. Bist du bereit zu bezahlen? Meine Gebühr beträgt 450.000 Glimps. Nicht verhandelbar. Nein? Findest du, das ist zu viel? Aber sie lassen sich nicht runterhandeln. Ich meine, ich lasse mich nicht runterhandeln. Meine Gebühr beträgt 450.000 Glimps. Ob es dir gefällt oder nicht. Ja, und jetzt? Die wollen doch jetzt nicht ernsthaft, dass ich die Gebühren von 450.000 Glimps bezahle. Ganz ehrlich, ich geh zur Partnerin und erzähl dir das. Ich lass mich doch von dem jetzt nicht erpressen. Ich bezahle doch keine 450.000 Glimps. Hallo, das ist mehr als mein ganzes Schiff. Na gut, okay, jetzt nicht mehr, aber... Ich zahle auch keine 450.000 Klims, hallo? So. Ab wieder nach Oxbury, das hast du jetzt davon. So, wir sind in Oxbury. Wir können jetzt Beverly dazu holen. Immerhin haben wir ihr Haus ja jetzt fertig. Zuckerschote, bin hier. Bist du hier, um dich wegen des Hauses zu entschuldigen? Ja, das ist nicht nötig. Es ist ja nett gemeint, aber vergiss nicht. Entschuldige dich niemals, nur weil jemand es verlangt. Der wahre Schuldige ist offensichtlich Anthony. Er mag vielleicht ein professioneller Architekt sein, aber als Archivar taugt er nichts. Wenn er wirklich glaubt, dass dieses Haus für meine Familie gedacht war, konnte er nicht viel von mir halten. Das kann auch nur ein Witz sein. Von mir wird er nie wieder hören. Männer, wer braucht ihr denn schon? Nun denn, lass uns an Bord gehen. Ich kann es kaum erwarten, mein Haus zu sehen. Und zwar mein richtiges. So, ich gehe jetzt trotzdem noch zur Freundin. Hast du ihn schon gefunden? Was? Wie viel? 450.000 Glimps? Wie unverschämt, aber mal ehrlich. Das ist viel mehr als eine übliche Rate. Wie kommt ihr überhaupt auf diese jetzt verstehe ich. Die Wohnung neben meiner steht derzeit zum Verkauf. Sie kostet 450.000 Glimps. Der Preis ist nicht verhandelbar. Sehr raffinierter Mann. Und auch sehr verstörend. Weißt du was? Ich kann ihn nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Er ist so hilflos. Es sind gerade mal 3 Tage vergangen und du versuchst, der unschuldige Passantin hereinzulegen. Außerdem hatte ich ohnehin schon vor, ihn wieder bei mir einziehen zu lassen. Ich wollte ihm einfach nur eine Lektion erteilen. Sag ihm doch, dass er zurückkommen darf, okay? Aber bläue ihm eine Sache ein. Ab jetzt muss er im Haushalt mithelfen. Ich kann nicht alles für ihn erledigen. Ich bin ja nicht seine Mutter. Seine Mutter muss sich alles für ihn erledigen. Er ist alt genug. Ich bin doch nicht blöd, ich zahle doch nicht die 450.000, ich gepetzen, hallo? Gute Arbeit! Oh, du hast wirklich alle Register gezogen. Ich wusste doch, dass du es schaffen würdest, dieses Haus für mich zu bauen. Es hat mehr Versuche gebraucht, als ich gedacht hätte, aber das ist schon in Ordnung. Es tut wirklich gut, Zeit mit dir zu verbringen. Meine Kinder kommen mich einfach viel zu selten zu besuchen.
Sie sind mit ihrem eigenen Leben beschäftigt. Ich bin einfach kein Teil mehr davon. Nun ja, dafür gibt es ja Nachbarn. Ich bin froh, dass du in die Wohnung über mir eingezogen bist. Du warst immer sehr hilfsbereit. Außerdem seid ihr so leise, davor Dill und du. Deshalb kannst du auch so gut zuhören. Nun denn, gib mir etwas Zeit, um mich einzurichten. Ich und das Haus müssen uns erst wieder näher kommen. Eine erholsame Nacht in meinem alten Bett wird Wunder auf mich wirken. Lass uns bald wieder plaudern. So geht das nicht weiter. Ich brauche etwas zu essen, am besten schon gestern. Entschuldige, du warst nicht auf dem Schiff. Danke. Einmal knuddeln. Oh, so süß. Geht's dir jetzt besser? Ja. Strickt für dich, sitzt auf Stühlen. Schön, was strickt die denn für mich? Macht die mir Klamotten? Das wäre cool. Das wäre cool. Apropos Klamotten, wir können uns übrigens auch mal wieder umziehen. Ich meine, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass wir uns mal wieder umgezogen haben. Machen wir jetzt direkt. Endlich Strandoutfit, sollen wir das anziehen? Das Osteroutfit ist auch cool irgendwo. Lavendeloutfit. Oh, ich glaube, ich ziehe das Osteroutfit an. So, was kann unser süßer Daffodil anziehen? Ja, dann wird er halt mehr pink heute. Stella war übrigens Palliativpflegerin. Deswegen kennt sie die meisten. Weil das alles Patienten von ihr waren. Die meisten sind an irgendwelchen Krankheiten gestorben und sind halt zur Palliativpflege bei Stella eingezogen. Jetzt. Ah, das Schaf stand da in der Wege. Also nicht bei Stella eingezogen, sondern halt im Dings eingezogen. Im Hospiz eingezogen. Und sie hat sich dann halt um die Leute gekümmert. Ist trotzdem nicht okay, dass wir Arthur nicht verabschieden durften. Aber ich verstehe den Sinn dahinter. Du hast mit ihr gesprochen. Sie lässt mich wieder einziehen? Unglaublich. Ich muss nicht mehr im Park schlafen. Oder mich aus der Mülltonne ernähren. Zurück in mein Traumleben. Müdigkeit, Müßigkeit und gutes Essen den ganzen Tag lang. Ich danke dir. Vielen Dank. Als Zeichen meiner Wertschätzung erlasse ich dir sogar meine Gebühr. Hier, das ist der finale Entwurf. Sieh dir diese Kurven an. Die perfekten verarbeiteten Materialien. Ein wahres Meisterwerk. Veralteter, moderner Schreibtisch. Okay. Okay, den können wir jetzt machen. Schreibtisch. Gucken wir mal, wie viel der kostet, was der kostet. Ich hoffe, der kostet nicht zu viel. Aufwerten. Gustavs Galerie. Der Schreibtisch. Eschenbrett, Silberbarren und Seidenfäden. Okay. Kann ich alles machen? Habe ich alles hier? Beziehungsweise Seile muss ich halt holen, aber die ist ja auch wieder fertig. So, ja. Können alles machen. Und bauen. Perfekt. Wir haben den Schreibtisch. Dann gehen wir jetzt mal zu Gustav. Und danach ist die Folge auch zu Ende. Ich meine, wir haben jetzt einige Sachen gemacht. Nicht ganz so viel wie in der letzten Folge. Es war mal wieder viel Farm dabei, aber das habe ich für euch ja rausgeschnitten. Aber ich habe jetzt 2 Stunden Aufnahmematerial. Zieh ihn dir an. Diese Kurven, die perfekt verarbeiteten Materialien. Ein wahres Meisterwerk. Damit kann ich meiner umfassenden Arbeit viel bequemer widmen. Und zwar so richtig glanzvoll. Jetzt kann ich die meisten kleineren Stücke selbst verwalten. Aber die größeren, genau wie der Schreibtisch, müssen wir selbst herstellen. Sobald ich ein paar Entwürfe von meinen Mitarbeitern erhalten habe, werde ich sie dir überlassen. Ich bin mir sicher, dass du dich wie immer kompetent darum kümmern wirst. Okay. Neue Anfrage vollgestopft. Warte, bis Gustav die mir Entwürfe für die Ausstellung gibt. Okay. Ich denke, ich werde dann in der nächsten Folge Giovanni zu Immerforte bringen. Ja, wie gesagt, ich werde Giovanni wahrscheinlich in der nächsten Folge dann zu Immerforte bringen. Hast du Hunger? Ja, hast recht, okay. Und dann, haben wir wieder eine Seele weg. Eine neue Seele auf dem Schiff, beziehungsweise Beverly ist ja nicht ganz neu. Arthur ist jetzt auch weg. Ja. Hier haben wir jetzt auch nicht mehr so viel zu tun. Ich denke, ich werde aber noch ein bisschen
Kristallglasplatte. Dann können wir mal gucken, wie wir es mal machen. Aber okay. Ich werde die Nacht noch benutzen, werde noch ein bisschen was farmen. Ich werde gucken, dass ich vielleicht zwischen den Folgen auch noch ein bisschen was generell an Zeug sammle. Auch, dass wir noch ein paar Klims haben etc. Dass das Ganze ein bisschen schneller geht mit der größten Erweiterung. Dass ich noch Fische fange etc. Mal gucken. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!